Es geht, hier ist euer Flo MC Jattilstadt. Wir spielen heute auf Minecraft auf ctoxen.de. Gestern hat Basti GAG die neuen Kosmetik für Badline angekündigt und die Kosmetik sind jetzt draußen. Alles insgesamt, Cape, Schild und Flügel kosten 40 Euro, circa 40 bis 50 Euro. Ja, in diesem Video zeige ich euch, wie könnt ihr die Capes kaufen und wo und wie sieht es alles aus insgesamt. Ja, ich habe den Cape schon angezogen. Der Jantox hat mir den Cape gekauft. So sieht der Cape aus. Sieht eigentlich sehr, sehr fresh aus. Und ja, ihr könnt gerne bei Jantox auch abchecken. Ist in die Bio verlinkt. Und ja, nicht weiter rumschnacken. Könnt gerne ein Like und ein Abo da lassen. Dann viel Spaß mit diesem Video. So sieht erstmal das Cape aus. So sieht erstmal das Cape aus. Sieht eigentlich sehr, sehr nice aus. Die Schlange plus das Z dazu noch. Und die Schlangen bewegen sich. So, wir kommen jetzt, wo könnt ihr das kaufen? Ihr müsst auf die Suchleiste badline.com eintragen. Dann kommt ihr auf die Badline offizielle Seite. Und wenn ihr da seid, müsst ihr dann auf Shop draufklicken. Wenn ihr das habt, dann seid ihr direkt auf die Shopseite von Badline. Und da ist direkt ganz oben ist dann Bastia G. Die kompletten Cosmetics, wo die sind. Und ja, jetzt das zweite war noch mal, wie viel kostet das insgesamt? Habe ich schon am Anfang gesagt. Die Capes, Flügel und das Schild kostet insgesamt 40 bis 50 Euro. Ist eigentlich sehr, sehr, ist nicht so viel Geld. Geht eigentlich, finde ich, für so coolen Cosmetics. Und ja, ich bin jetzt erstmal über Badline, spiele ich jetzt erstmal wegen die Capes und alles Mögliche. Und ja, jetzt das dritte und das letzte Punkt. Wie sieht es alles aus? Blende ich jetzt einen Screenshot ein? So sieht es aus, wenn alles exakt dran ist. Einziger Nachteil jetzt, kommen die Vorteile und Nachteile. Einziger Nachteil ist mit diesem Schild. Mit diesem Schild, ihr müsst ein Schild im Inventar haben. Und wenn ihr das Schild im Inventar habt, dann sieht man das Schild nur. Das ist das einzige Nachteil, wenn ihr das Schild gekauft habt, ist nicht ist in eurer Kosmetik drinne, aber ihr seht es nicht. Ihr müsst ein Schild bei die Hand haben oder im Inventar und dann könnt ihr das Bastia-G Schild sehen. Das ist das einzige Nachteil davon. Die Vorteile sind eigentlich, sieht sehr, sehr nice aus, klappt alles einwandfrei und Preis geht eigentlich auch übel fit. Ja, das war's von das kleine Bastia-G Bundle. Und ja, dann hören wir uns nächstes Mal. Könnt gerne ein Like, Abo da lassen, die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns nächsten Mal. Und ciao, ciao.